Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go vacation auf der Switch! Willkommen zu einem neuen Video, zu einem weiteren Part von Switch Go Vacation. Und wir sind im Bergresort, weil wir heute Tennis spielen wollen. Wir haben da den Stern, den wir machen wollen. Willkommen Bergresort, alle Orientierungen sind abgeschlossen. Und wir checken das mal kurz ab, weil wir haben jetzt hier bei den Rekorden, das sehen wir ja wunderschön, dass wir hier Tennis noch nicht abgeschlossen haben. Und ja, wir machen sowieso alle, aber genau. Let's go mit Tennis. Ja, ich würde sagen, da fahren wir mal hin. Und dann schauen wir mal, wie wir uns im Tennis schlagen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das Tennis aus dem Spiel Wii Sports immer besser. Und ich hatte mal beim V-Teil, bei Wii Let's Play von Go Vacation auch eine Umfrage. Und ihr meintet da auch, dass ihr es auf jeden Fall auch cooler findet, das Wii Sports Tennis, als das hier. Aber wir schauen mal trotzdem, wie wir uns schlagen. Und es macht ja trotzdem Spaß. Sorry, Dude. War keine Absicht. Ups. Entschuldigung, Hauswand. War auch keine Absicht. Kommen wir da vorbei? Ja, gut, wo fahren wir echt lang? Ich glaube, es ist nicht der schnellste Weg hier. Gut, ich habe meinen Führerschein noch nicht 2 Jahre lang. Alles okay? Oh, kommen wir da vorbei? Oh. Da wünsche ich mir jetzt fast schon, dass ich ein Pferd hätte, weil dann könnte ich da einfach easy drüber springen über dieses Labyrinth. Aber gut, dann fahren wir eben hier raus. Jetzt können wir da auch nicht rausfahren, weißt du? Okay, dann eben da lang. Und dann heißt es immer, Auto wäre das flexibelste Verkehrsmittel. Das glaube ich aber nicht. So. Dann fliegen wir da. Da fliegen wir, nur weil die Tauben gerade weggeflogen sind. Dann fahren wir mal dahin zum Tennis. Und dann fliegen die Bälle. Bitte schön, willkommen zur Tennis-Resort. Bergaktivität. Andersrum. Bergresort, Tennisaktivität. Ich stehe auf Tennis, dass ich aus Versehen ein Tennisresort gesagt habe. Hey, wenn es um Tennis geht, bin ich ganz nervös, ich Trottel. Also hier finden Tennisaktivitäten statt. Spiele entweder allein oder mit anderen. Tennis macht schließlich jeder. Na los, nimm dir einen Schläger und mach dich bereit. Es geht gleich los. Warte, warte, Husten. Du bist da vorbeigetroffen. Wenn du zu nah dran bist, zieh von hier aus zu. Muss er hinterm Gitter stehen? Die anderen dürfen auf der Tribüne sitzen, aber nein, Husten muss hinterm Gitter stehen. Das ist gemein. Aber okay, das ist unser Hund. Wir haben eigentlich 4 Hunde und immer darf nur einer mit. Wieso dürfen wir eigentlich nicht mehrere Hunde auf einmal mitnehmen? Das verstehe ich gar nicht. Okay, K.O.-Turnier müssen wir machen. Können wir da auch Bewegung spielen? Aufschlag schlagen. Ball schlagen. Lob. Ah. Ah, okay. Und nach oben. Aber der auf dem Ding reißt den aber nicht hoch, sondern er macht den nur unten auf dem Bild da. Diesen Bild da sieht nicht aus, ob es hochreißen würde, aber okay. Stoppball ZR Topspin. Richte auf, damit ich aus dem Schwingen den Joy-Con. Ah, Junge, was leise. Was kann man da alles machen? Reiße nach unten, okay. Zielen manuell bewegen möchte ich eigentlich. Ja, ich bewege den gerne. Oh, Alter, das konnte man, glaube ich, beim Vital alles nicht machen. So, wir wollen hier K.O.-Turnier. Erstmal Level 1. Dann machen wir Einzel. Wir müssen ändern. Manuell bewegen. Okay, ich werde so versagen. Also, das kann ich euch schon mal mitteilen, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht das Beste spielen werde. Sehr gut, es geht gut los. Uff, okay, wir schauen mal. Aua, erstmal gegen den Stuhl gehauen. Ja, erstmal ein Schmetterball. Schlag doch! Ich glaube, wir müssen doch wieder zur normalen, zur Grundsteuerung gehen. Das ist ein bisschen effektiver. Der schlägt nicht! Vielleicht muss ich auch ein bisschen anders hinstellen, aber ich. Vielleicht liegt es auch im automatischen Bewegen, dass ich nur nicht weiß, wo ich hinstellen soll. Ja. Aufgeben. Und dann machen wir mal. Oh, trotzdem machen wir mal mit automatisch bewegen.
Immer einzeln und dann Bewegungsart automatisch bewegen. Okay. Wir können trotzdem noch entscheiden, wo wir hinschlagen wollen, aber bewegen soll er mal selber, weil ich nicht wusste, wo ich mich hinbewegen soll. So, und Aufschlag. Der war spooky, der Ball. Der eine hat so schon eine Leuchtflamme gehabt, so eine helle. Und der andere so ein Feuermäßig. Auch echt cool. Was war das mit A? Ah, so ein Schmetterer. Aber ich möchte kein Schmetterer machen. Junge, ich habe auch Reflexe. Der Ball ist schon 10 Minuten weg. Er so, oh, ich kann ihn mal schlagen. Okay, wie soll ich dem ein Lob ausspielen? Das macht doch eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Aber der Ball sieht voll cool aus. Das ist wie cool, I like it. Schlag doch, verdammt! Also, ich mag die Tennisaktivität nicht, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Okay, nochmal. Wir dürfen jetzt hier nicht verlieren. Schlag doch! Verdammt! Schlag einfach deinen Schläger! Also, schlag den Ball, nicht deinen Schläger. Nee, wisst ihr, was ich meine? Matchball schon wieder, okay. Wieso schlägt er nicht? Nochmal, komm. Jetzt noch einmal und wenn es nicht geht, dann spiele ich mit der anderen Steuerung. Boom! Meine Güte, ich stehe. Wie ich einfach mich umdrehe und einfach gehe so. Tschüss. Have a great time. Auf Wiedersehen. Perfekt. So. Ja, okay. Wenn ihr mir solche Vorlagen gibt, dann ist alles gut. Aber ja, schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt einmal versage, dann gehe ich zur Grundsteuerung. Also, wenn ich ein Spiel versage, nicht nur ein Schlag. Aber trotzdem, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Egal, ich muss einfach schlagen und egal, die Richtung ist erstmal unwichtig. Erstmal nur treffen. Der war cool. Ich habe nichts gedrückt, aber ich habe stark geschlagen und das war, sah gut aus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es hier keine Wiederholungen gibt. Das war aber cool bei Vital. Oh, beim Wii Sports meine ich. Oh, Junge, ich mache das Tennis nicht. Mögt ihr das Tennis? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Tennis aus Govacation mögt. Ich bin da kein großer Fan davon, tatsächlich. Nein, mach doch nicht diesen! Oh. Nicht schon wieder! Verdammt, jetzt haben wir Endstand, Alter. Schlecht. Ui, nein, okay. Okay, der war cool. Aber mit den Lenken blicke ich nicht ganz durch. Im Vorteil. Das ist okay, aber wir müssen noch einmal einen Punkt erreichen, damit wir den Einstand gewinnen. Nicht schon wieder sowas. Egal, wir haben gewonnen. Okay, erstes Game haben wir in der Tasche. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, zu sagen, man hat was in der Tasche, weil wir stecken das Spiel ja nicht einfach ein. Also, er hat durchgeschlagen. Das war so der Fireball. Nee, ich feier eher so blaue Flamme, so Magie. So Magiewürze oder so. So. Wie sich immer so umdrehen. Wie sich der Ball immer dreht. Schlag doch! Verdammt! Oh. Ich muss echt diese Dinge finden. Dass ich eine Befestigung habe. Was war das denn für ein Schlag? In der Richtung schlägt er nicht. Er schlägt immer nur rechts. Links schlägt er nicht. I don't know. Muss ich da den anderen Schalker nehmen? Nee. Nee. Wahrscheinlich hätte ich da von oben runterschlagen müssen oder so. Nein, wir sehen, wenn wir das nicht schaffen, dann gehe ich zur Grundsteuerung, weil dann funktioniert die halt irgendwie nicht gescheit. Ich bin auch zu blöd dafür, das kann natürlich auch sein. Okay. Ich weiß, ich spiele es ja einfach ziemlich ohne den Kopf anzuschalten. Ich will einfach nur versuchen, den Ball rüber zu bekommen. Und ich finde auch immer ein bisschen uncool, dass ich die ganze Zeit Anschlag habe, weil. Also Aufschlag, nicht Anschlag, Anschlag ist anders. Aufschlag habe, weil irgendwie ist es voll unfair. Weil beim Aufschlag ist es nie. What? Beim Aufschlag ist es nie so,
dass der andere den Ball nicht erwischt. Der erwischt ihn immer beim Aufschlag. Einfach würde ich ihn nicht erwischen, das kann natürlich sein, aber. Ja. Pusch. Nein, bitte kein Schmetterer. Ach, weißt du was? Das ist ein Schmarrn, das haben wir verloren. Okay, wir spielen jetzt mit der normalen Steuerung, mit der Grundsteuerung. Das ist ein Witz hier. Das ist echt ein Witz. So, mit 10 Minuten nichts erreicht. Wunderbarer Part, würde ich sagen. Aktivitätenmenü bitte. Wir spielen es jetzt K.O. Level 1. Einzel, ich will es. Oder wir machen Doppel. Können wir auch machen. Ja, gut, machen wir mal Doppel. Dann können wir es auf unseren Mitspieler schieben. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So. Okay. Dann können wir sagen: Hey, Mitspieler, du bist schuld. Ich weiß nicht, mit was ich schlage. Mit Y vielleicht? Mit A. Okay, das ist echt schon viel smoother. Da kannst du echt viel mehr machen. Und das ist auch viel entspannter tatsächlich. Tatsächlich würde ich versuchen, dann im nächsten, beim nächsten einzustellen. What the fuck? Was war das für ein Schlag? Juck, wieder auf mich? Alter. What the fuck? Ich würde das nächste Mal einstellen, dass ich selber laufe. Ich glaube, das könnte ich mal wagen. Oder? Werde ich dann wieder versagen. Boah, das. Dieser Rhyme! Das war gar keine Absicht, habe ich, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, das war ein krasser Rhyme. So, die Vorderfrau macht alles easy. Ich könnte mal einen schönen Namen für die Vorderfrau ausdenken. Wie die heißt. So. Dann machen wir hin zum Nullsieg, das ist die Frage. Ja, machen wir. Also ich würde sagen, es liegt nicht, dass wir zu zweit spielen, sondern es liegt daran, dass ich eben Controller spiele und nicht mit einzelnen Joy-Cons. Mit einem einzelnen Joy-Con. Ja. Aber schauen wir mal. Wieso habe ich immer Aufschlag? Das ist nervig. Warum? Wenn ich wenigstens meine Mitspielerin mal hätte. Ich meine, für was habe ich eine Mitspielerin? Für dass sie so kurz vorm. Kurz. Wow, dass sie kurz vorm Netz steht und die ganze drüber zimmert, denn wie Sports kannst du einfach die Wii-Verdierung schütteln wie blöde und dann hast du auch irgendwie den Ball drüber gekriegt. So, sehr schön. So, meine Anrichtung. Das ist halt echt sehr einfach tatsächlich. Okay, also beim Schmetterer kann man tatsächlich nicht so wirklich lenken, wo er hingeht, aber. Der Gegner nimmt den Schmetterer sehr selten an. Also der kann den, erreicht den selten. Vor allem in der Stufe nicht hier. Geh doch hin! Boah, gut gemacht, Frau, dessen Name ich noch keinen habe. Also schreib einen Namen für die Frau, die mit mir im Team ist, gerne in die Kommentare. Mir ist sicher lustig, was dafür, dass dafür Namen rauskommen. Der war aber knapp. Der war aber knapp. Okay, wir haben gewonnen. Sehr schön. Match. Wie viele Matches gibt es eigentlich? Okay, es gibt drei Matches immer. Okay. What the fuck, was war das für ein Schlag? Sehr schön. Also irgendwie klitscht der Ball so ein bisschen durch. Also der ist eigentlich schon weg, aber trotzdem haue ich den noch rüber. Ich weiß ja nicht. Okay. Wow, okay, kann man machen. Da war es ein bisschen so ein Abspracheproblem von den Gegnern, würde ich ganz klar behaupten. So. Ups, ich bin gefragt. Ha, ja gut, wenn ihr beide da rechts rumgammelt, dann hau ich den natürlich auf die andere Seite. Nice, 40-0. Dann haben wir noch einen, dann haben wir die echt die Gegner echt zu 0 besiegt, dann ist es ja ganz einfach gewesen, aber ist auch die Stufe 1 tatsächlich, da sollten wir auch jetzt nicht uns zu sehr loben, aber wir haben es geschafft, immerhin, also mit der Steuerung ist es halt echt schon viel einfacher, muss man sagen. Schön. Sieht gut aus, Match. Geschafft. Yes. Und dann machen wir gleich das Level 2. Ich würde aber mal behaupten, dass ich es wage, alleine automatisch mache. Ich mache erstmal automatisch. Also, weil ich da ein bisschen Panik habe, dass ich da irgendwie was nicht klarkomme damit. Gewinne dreimal wieder.
Sehr schön, 1-0 für mich. Also 15-0. Fresh. Also drei Matches, also der Part wird ein bisschen länger gehen, aber das seid ihr gewöhnt. So. Wow. Also mit dem Lenken verstehe ich noch nicht ganz, mit welchen Tasten ich wirklich lenke, wo der Ball hingeht, weil manchmal klappt das gut, manchmal eher weniger. Aber vielleicht geht es beim Schmetterer auch nicht, das kann sein. Jetzt habe ich in Richtung gelenkt, aber okay, er ist trotzdem drüber. Und ich meine jetzt gar keine Special-Schläge, die... es reicht auch ohne tatsächlich. So, Matchball. Wieso haust du jetzt ins Netz? Okay. Vielleicht habe ich ihn zu spät geschlagen oder so. Oder er hat einfach keinen Bock, der Ball. Der so, nö, ich will lieber zurück wieder zu Mario. Und dann kommt so und ist am Netz hängen geblieben, wie auch immer. Okay, schön Netz. Was? Netzroller? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gewonnen. Das ist schön. Nummer 1 von 3 haben wir. Ich überlege echt, ob ich bei der Stufe 3 mal versuchen soll, selbst zu laufen. Ich kann es ja einmal probieren. Wenn ich versage, dann mache ich eben nochmal. Der Part wird eh schon lang genug. Also ist es schon egal. Upsi. Dass der den Ball nicht genommen hat gerade früher, also das verstehe ich gerade nicht. Nein, das war ein Fehler. Welcher Taste war das Andrehen? Also das andere Andrehen? Nein. Ich kann nochmal kurz schauen, wie man spielt. Nein, nicht Bewegung, komplett wollte ich. Ah, X ist Lob, möchte ich nicht Stoppball, möchte ich. Und X und? Junge, was ist das für... Okay. ZL muss ich gleichzeitig drücken. ZL ist diese Taste unten. Okay. Ich verwechsel die jetzt immer irgendwie. Bam! Also Stoppball und dann im Nachhinein macht er dann Loop, weil der den nicht anders kriegt und dann kann man den draufzimmern. Das ist eigentlich eine gute Sache. I like it. So. Nochmal. Schön. Und ich so, nein, ich mach die Robbe, anstatt den Ball zu treffen. Okay, mach das. Das ist gut. What auch immer. So, again. Ja, der passt. Oh, was? Ich weiß gar nicht, was ich komischer finden soll. Dass der den Ball kriegt oder dass ich den Ball sonst wo hingeschlagen habe. Aber egal, wir haben einen Punkt. Okay, alles noch in Ordnung hier. Okay, der Schlag war ja so billig, den hätte ich auch in Real Life hingekriegt. Und ich habe noch nie Tennis gespielt. Also noch nie auf so einem Tennisplatz. So. Ich hatte schon Tennisschläger in der Hand, ja, und habe auch schon mal gegen den Ball gehauen, klar. Aber noch nie jetzt so wirklich jetzt hier auf so einem Feld gegen jemanden gespielt. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Tennis spielt, ob ihr es schon mal gespielt habt, ob ihr im Verein seid oder so. Würde mich interessieren und wir haben das Match geschafft. Wir haben aber noch eins, oder? Ist noch eine dritte? Ja. Wenn wir jetzt in einem Match versagen, ist es halt echt ungünstig, weil dann alles nochmal machen müssen. Sehr schön. Also wir müssen so lange spielen, bis wir einen Schmetterer kriegen und dann richtig Moment drücken und dann haben wir die Punkte auf jeden Fall. Haben wir bisher aber ganz gut hinbekommen. Bis auf den einen Ball, der einfach ins Netz ist ohne Grund. Aber ja. Das schaffen wir schon. Also die zweite Stufe auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird, wenn ich selber laufe. Ob ich da wieder so daneben laufe wie im ersten Versuch oder. Naja, schauen wir mal. Ich muss tatsächlich sagen, das macht relativ viel Spaß tatsächlich mit der Grundsteuerung. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es die Grundsteuerung auch gab in der Wii. Ich glaube, in der Wii-Version gab es das so, wie es hier ist, nicht. Also ich glaube, da konnte man nicht mit dem Joy-Con so... Also man konnte mit dem Joy-Con laufen, aber musste immer mit Bewegung schlagen, glaube ich. Und das hat in dem Spiel ja nicht so gut geklappt, wie man gerade gesehen hat. Vorhin, bei meinem ersten Versuch. Okay, sie weit hinten, machen wir mal einen Stoppball. Was auch immer hier. Okay, jetzt hat sie mal einen Schmetterer rausgehauen. Ich weiß nicht, warum ich da so irritiert davon war, aber okay. Wir haben trotzdem nochmal einen Matchball. Dürfen wir halt jetzt nicht mehr verspielen. Nee. Oder? Nee. Wieso läuft sie da weg, wo der Ball hingeht? So, oh, der Ball kommt, schnell weglaufen. Okay. Gut, wir haben das Match. Wir haben das Match und auch Stufe 2 geschafft. Uff, das war ja gar nicht so ohne. Und jetzt probieren wir es tatsächlich mal selber im Laufen. Das ist jetzt so das Nonplusultra quasi. Einzel. Bewegungsart ändern. Okay. Es wird schrecklich werden. Ich werde es super sagen. Aber probieren Sie mal.
Jetzt können wir uns hier bewegen, ja. Jo, wir haben eine Pokémon, wir können uns drehen. Ach, das ist toll, okay. Nochmal. Also bisher ist noch alles in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob die Stufe, ob die Runde 3 dann viel schwieriger ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es macht halt echt viel mehr Spaß und man kann sich drehen, Alter. Das ist cool. Ich mag Tennis in der Grundsteuerung echt gerne. Das in der Bewegungssteuerung hat es mir nicht gefallen, aber die Grundsteuerung finde ich super. Kommt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf der Switch habt, das Spiel, welche Steuerung ihr beim Tennis lieber mögt. Ich glaube nicht, dass jemand die Bewegungssteuerung schreibt. Und wenn ja, dann schreibt mal warum. Vielleicht weil es dynamischer ist, klar, aber ich meine, wenn man Tennis-Bewegung spielen möchte, dann spielt man wie Sports in meinen Augen. Aber okay! Ui, da, dass wir den Ball noch erwischt haben. Und dann haben wir ihn auch noch ausgetrickst. Richtig gut, richtig gut. Und er ärgert sich hier. Und wir haben es geschafft. Amazing, wirklich amazing. Bin schon ein bisschen stolz auf mich. Also zweimal Schulterklopfen, das war glaube ich dreimal. Egal, ich kann nicht zählen. Es ist schon drin auf jeden Fall. Und ich finde es trotzdem blöd, dass ich hier die ganze Angabe machen muss. Genau deswegen. Er haut mir einfach einen Ball zurück, den ich nicht erreichen kann. So quasi als Anfänger. Und dann, ja, naja, wie auch immer. Uff. Junge, wie er schon wartet, das. Alter, der ist echt gut, der Norbert, oder wie er heißt. Keine Ahnung, sieht aus wie Norbert. Das ist no front an den Namen, aber wie sieht das aus? So. Ja, der sollte drin sein. Yes! Ja! Okay. Wir haben aufgeholt, aber wir liegen immer noch hinten. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Sehr schön. Und er trifft den Ball nicht! Yes! Okay, es steht schon mal unentschieden, was immer sehr schön ist. Uff, okay, den haben wir echt gut gekontert. Und den auch. Und der hat den aber. Uff. Was auch immer das gerade war. Uff. Junge, das ist so. Spann gerade! Nein! Er hätte sich so werfen müssen, so wie Sports. Der fliegt dann so durch die halbe Weltgeschichte. Okay. Jetzt Konzentration, wir dürfen jetzt hier nicht verlieren, sonst ja, wäre es sehr blöd. Yes! Okay! Wir haben den Einstand, das heißt, wir müssen jetzt nochmal zwei Punkte ineinander machen und haben dann das zweite Spiel auch gewonnen. Das war jetzt knapp. Wenn wir jetzt Punkte gekommen hätten, dann hätten wir die ganze dritte Stufe nochmal machen müssen. Scheiße. Und da haben wir ihn ausgeguckt und dann haben wir ihn. Den Vorteil, genau. Aber wir haben ja trotzdem noch. Müssen noch einen Punkt machen. Uff. Ach, man muss den gar nicht nehmen, quasi. Den Schmetterer. Und wir haben es geschafft. Wir haben Norbert besiegt. Geil. Geil, geil. Ich weiß echt nicht, wo wir von Norbert kommen. Aber irgendwie macht es mir Spaß, den Leuten Namen zu geben. Also, ihr dürft ja die Mitspielerin benennen und ich würde mal die Gegner benennen. Wie nenne ich ihn? Keine Ahnung. Igor. Ne, Ignaz. Ich nenne Ignaz. Das ist so ein geiler Name, irgendwie, keine Ahnung. Was war das denn, Alter? Mann, Ignaz, das ist echt ein kleiner Frechdachs. Das hat sie. Nein, das hat sie irgendwie nicht geräumt. Nein, hat's nicht. Okay, ich nehme es zurück. Uff. Uff, Ignaz ist schon ein guter Typ. Also, der spielt gut. Huiuiui. Und Igor auch einen schönen Namen. Nee, wir nennen ihn Ignaz. Das ist passt zu seinen Haaren. Nee, wie keine Ahnung warum, aber. Hört sich an wie ein Igel ein bisschen. Nein! Okay, wir müssen echt jetzt konzentrieren. Weniger Ignaz-Sprüche, sondern mehr Konzentrationsschläge. Der Schlag war unglaublich! Und dann sind wir wieder gleich auf. Heieiei. Dass es so spannend wird, dachte ich echt nicht. Ich dachte, wir laufen hier durch, aber. Ist nicht so. Dann haben wir sogar die Führung. Okay. Richtige Action hier. Nice. Unglaublich. Jetzt haben wir die Chance, die Stufe 3 abzuschließen. Let's go. Komm, Mari. Wir machen es spannend. Wir gehen in den Einstand.
Heieiei, okay. Konzentration nun. Wir müssen das hinkriegen. Und dann treffen wir den Ball nicht. Nun ist Ignaz im Vorteil. Aber wir gleichen aus! Ja! Oh Gott, das ist so spannend! Einstand, okay. Es ist wieder alles offen. Gegen seine Laufrichtung! Beziehungsweise gegen die andere Seite! Und das haben wir super gemacht! Und wir haben jetzt diesmal selbst den Vorteil. Wunderbar. Doch trotzdem müssen wir erstmal das hier noch nach Hause bringen. Man kann nämlich sagen, dass das Spiel Heimweh hat, deswegen müssen wir es nach Hause bringen und wir haben es geschafft. Yes, wir haben die Stufe 3. Wir haben Tennis abgeschlossen. Geil. Uff, das war ein Match. Wow. Also es macht echt Spaß. Es macht echt verdammt Spaß, muss ich sagen. Also mit dieser Steuerung ist es zwar nicht sportlich wie in Wii Sports, aber es macht echt ultra Fun. Wir haben es geschafft. Und also alleine und mit Bewegungssteuerung, also mit dieser Selbstbewegen, Steuerung zu spielen, ist wahrscheinlich das Schwerste, was man machen kann. Weil mit dem anderen, da kann der andere noch safen, theoretisch, und ja, genau. Hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt haben wir es hinter uns. Cool. Also die anderen Sachen vom Tennis machen wir wann anders. Also, ja, da gehen wir nach den Aktivitäten mal durch alle Aktivitäten durch nochmal und dann checken wir die Sachen ab, wo es eben keine Sterne zu gibt. Leute, unglaublich, die Schläge sind parklos. Verblüffe beim nächsten Mal alle, du noch besser wirst. Bist ein Tennis da. Marisa, neuer Rekord. Show war sowas zu sehen. Sport mich ganz schön selbst an. Also, ja, wie auch immer. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Fuß. Ist gut. Und dann sage ich mal, danke fürs Anschauen. Euer Zicker Flieg. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, ein bisschen längerer Part, aber Tennis ist, ja, war ein bisschen viel, aber hat sehr viel Spaß gemacht mir. Ich hoffe, euch auch. Danke fürs Anschauen. Ciao. Euer Zicker Flieg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das Bild ist schon weg. Ich bin auch gleich weg. Uiuiui. Tschüss.